Du hast auf dieses Video geklickt, weil du dich für die Podologie-Ausbildung interessierst. Ich erkläre dir heute, wie viel die Ausbildung kostet und welche Finanzierungsmöglichkeiten es hierfür gibt. Mit der Podologie bezeichnet man die sogenannte nichtärztliche Heilkunde am Fuß. Das Tätigkeitsfeld von Podologen ist sehr groß und umfasst verschiedene allgemeine und spezielle fußpflegerische Maßnahmen, das Durchführen von podologischen Behandlungen auf ärztliche Verordnung und auch das Erkennen von verschiedenen pathologischen Veränderungen am Fuß. Die Ausbildung zum Podologen ist in Deutschland durch das Podologengesetz ganz klar geregelt. Die Ausbildung findet an staatlich anerkannten Schulen statt und endet auch mit einer staatlichen Abschlussprüfung. Die Ausbildung selbst kann sowohl in Vollzeit, aber auch in Teilzeit erfolgen. Je nachdem dauert sie entweder 2 Jahre in Vollzeit oder bis zu 4 Jahre bei einer Teilzeitausbildung. Die Podologieausbildung an den Schulen ist im Allgemeinen schulgeldpflichtig. Wie viel die Ausbildung genau kostet, das zeige ich dir jetzt in meiner Kostenaufstellung. Zu der Kostenaufstellung muss ich noch dazu sagen, dass ich meine Ausbildung 2 Jahre lang in Vollzeit absolviert habe. Die Schulgebühren sind natürlich nicht bei jeder Schule gleich, sodass du diese Kosten natürlich nicht 1:1 auf deine Ausbildung übertragen kannst. Ich denke aber, du bekommst durch die Aufstellung so einen ganz guten Anhaltspunkt, wie viel eine Ausbildung in etwa kosten kann. Ich musste für die Ausbildung eine einmalige Aufnahmegebühr von 120 Euro bezahlen. Dann gab es noch monatliche Schulgebühren, die lagen im ersten Schuljahr bei 395 Euro im Monat. Und im zweiten Schuljahr musste ich hier noch 380 Euro im Monat zahlen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum das monatliche Schulgeld sich im zweiten Jahr verringert hat, das weiß ich leider auch nicht so genau. Also es war eigentlich zu Beginn der Ausbildung angegeben, dass ich monatlich 395 Euro Schulgeld zahlen muss. Und kurz vor Beginn des zweiten Lehrjahres habe ich einen Brief bekommen, dass das Schulgeld erfreulicherweise gesenkt wird auf 380 Euro und auch die Kosten für das Verbrauchsmaterial wurden gesenkt. Warum das so ist, übliche Preisanpassungen vielleicht. Es hat auch eine Podologenschule in der nächstgrößeren Stadt aufgemacht, also war dann auch wieder Konkurrenz in der Nähe. Ich kann euch also nicht genau sagen, woran es letztendlich lag. Das ist eine gute Sache, da kann man was sparen. Die Kosten für das Verbrauchsmaterial lagen bei 1200 Euro für das gesamte erste Schuljahr und bei 800 Euro für das zweite Schuljahr. Zum Verbrauchsmaterial haben gezählt laut meinem Vertrag spezielle Kopien, dann insgesamt 3 Instrumentensätze, die ich in den 2 Jahren Ausbildung bekommen habe, ein spezieller Instrumentensatz für die Herstellung von Nagelkorrekturspangen und dann noch spezielles Orthosenmaterial, mit dem wir Orthosen angefertigt haben. Außerdem hatte ich noch eine einmalige Prüfungsgebühr, die lag bei 500 Euro. Und somit komme ich auf eine Gesamtsumme für die 2-jährige Podologieausbildung von 11.920 Euro. Außerdem gab es noch variable Kosten. Das waren einmal meine Krankenversicherungskosten. Ich hatte eine Schülerkrankenversicherung und musste dafür 78,50 Euro im Monat zahlen. Und außerdem musste ich ja auch noch zur Schule kommen. Und hierzu hatte ich ca. 100 Euro Benzinkosten im Monat, sodass die variablen Kosten insgesamt bei 4.284 Euro lagen. Wie du siehst, habe ich also die Kosten aufgeteilt. Einmal in fixe Kosten. Das sind die Kosten, die man auf gar keinen Fall ändern kann, weil sie eben von der Schule so vorgegeben sind. Und in variable Kosten. Bei den variablen Kosten ist es halt eben so, dass die bei jedem anders sind. Ich hatte zum Beispiel einen recht weiten Fahrtweg zur Schule und außerdem musste ich mich selber krankenversichern. Dadurch, dass ich die Ausbildung in Vollzeit gemacht habe, hatte ich natürlich dann keinen Job nebenher, über den ich krankenversichert war. Und ich war auch nicht mehr über meine Eltern oder über einen Ehepartner krankenversichert. Somit musste ich die Krankenversicherung selber zahlen. Diese Kosten fallen dann natürlich aber wieder weg, falls du bei deinen Eltern krankenversichert bist oder beim Ehepartner. Deswegen sind es, wie gesagt, variable Kosten. Insgesamt komme ich dann aber auf eine Gesamtsumme mit fixen und variablen Kosten von 16.204 Euro. Da die Podologieausbildung also, wie du siehst, mit relativ hohen Kosten verbunden sein kann, ist es natürlich verständlich, dass man sich im Vorfeld überlegt, wie man die Ausbildung überhaupt finanzieren kann. Deswegen stelle ich dir nachfolgend noch einige Finanzierungsmöglichkeiten vor. Du kannst deine Ausbildung natürlich selbst finanzieren. Das ist allerdings eher möglich, wenn du die Ausbildung in Teilzeit machst, da du in Vollzeit einfach schon komplett eingespannt in der Schule bist und nicht viel Zeit hast, überhaupt nebenher noch arbeiten zu gehen. Daher ist das, wie gesagt, eher was für die Teilzeitausbildung
Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel dein Ehepartner oder deine Eltern zum Beispiel deine Ausbildung finanzieren. Wichtig ist, wenn du deine Ausbildung selber finanzierst, dann kannst du die Kosten auf jeden Fall in deiner Einkommensteuererklärung geltend machen. Du beantragst zur Finanzierung deiner Podologieausbildung einen Bildungskredit. Das ist ein sehr zinsgünstiger Kredit, der vom Bildungskreditprogramm der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird. Der Vorteil von dem Bildungskredit ist, dass du ihn auch mit anderen Angeboten kombinieren kannst. Das bedeutet, du kannst beispielsweise Schüler-BAföG beantragen und gleichzeitig auch noch einen Bildungskredit. Weitere Informationen zum Bildungskredit habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllst, dann kannst du zur Finanzierung deiner Podologieausbildung auch Schüler-BAföG beantragen. Das Schüler-BAföG wird als Vollzuschuss gewährt. Das bedeutet, dass du das BAföG nicht mehr zurückzahlen musst. Du musst allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt das Schüler-BAföG beantragen zu können. Für die Beantragung vom Schüler-BAföG musst du bei Ausbildungsbeginn noch unter 30 Jahre alt sein. Außerdem wird dein eigenes Einkommen, das Einkommen von deinem Partner und auch das Einkommen von deinen Eltern bei der Berechnung vom Schüler-BAföG mit angerechnet. Wenn du Anspruch auf elternunabhängiges BAföG hast, dann wird das Einkommen von deinen Eltern aber bei deinem BAföG nicht mit einberechnet. Anspruch auf elternunabhängiges BAföG hast du beispielsweise, wenn du vor deiner Podologieausbildung bereits 5 Jahre berufstätig warst oder wenn du vor deiner Ausbildung bereits eine 3-jährige Ausbildung abgeschlossen hast, dann reicht es, wenn du nach dieser 3-jährigen Ausbildung noch 3 volle Jahre berufstätig warst. Für die Beantragung vom Schüler-BAföG hast du außerdem einen Vermögensfreibetrag von 8.200 Euro. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Vermögen, das über diese 8.200 Euro drüber geht, auf dein BAföG mit angerechnet wird. Falls du dich jetzt fragst, wie das mit dem Vermögen genau funktioniert, habe ich ein kurzes Beispiel. Wenn du zum Beispiel 500 Euro BAföG-Anspruch im Monat hast, dann hast du für ein Jahr 6.000 Euro BAföG-Anspruch. Du hast einen Vermögensfreibetrag von 8.200 Euro, besitzt aber insgesamt 8.700 Euro. Dein Freibetrag bleibt erhalten. Das bedeutet, dass du nur 500 Euro über dem Freibetrag bist und deine 500 Euro werden dann von deinen BAföG-Leistungen abgezogen. Du hast also 6.000 Euro BAföG-Leistung im Jahr, 500 Euro werden abgezogen, also hast du nur noch einen Anspruch auf 5.500 Euro für dieses Jahr. Auch hier habe ich euch alle weiteren Informationen zum BAföG wieder in der Infobox verlinkt. Die Ausbildungsfinanzierung ist auch über die Agentur für Arbeit mit sogenannten Bildungsgutscheinen möglich. Mit Bildungsgutscheinen fördert die Arbeitsagentur Weiterbildung, wenn die Weiterbildung notwendig ist. Eine Notwendigkeit sieht sie gegeben, wenn eine drohende Arbeitslosigkeit so abgewendet werden kann, eine bereits bestehende Arbeitslosigkeit beendet werden kann oder ein fehlender Schulabschluss dadurch nachgeholt werden kann. Weitere Infos für die Beantragung vom Bildungsgutschein findest du auf der Homepage der Arbeitsagentur, die du auch wieder in der Infobox findest. Eine Umschulungsmaßnahme kann aber nicht nur von der Arbeitsagentur, sondern auch von der Rentenversicherung gewährt werden. Bei der deutschen Rentenversicherung nennt sich das Ganze berufliche Rehabilitation und im Gegensatz zum Bildungsgutschein geht es hier nicht darum, eine Arbeitslosigkeit abzuwenden oder zu beenden, sondern hier wird die Maßnahme aus gesundheitlichen Gründen gewährt. Die berufliche Rehabilitation kann von der Rentenversicherung genehmigt werden, wenn man seinen bisherigen Beruf aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Durch die berufliche Rehabilitation soll eine Eingliederung im Arbeitsleben erhalten oder wieder erreicht werden. Für die Beantragung bei der Rentenversicherung musst du auch wieder verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Eine Voraussetzung ist beispielsweise die Wartezeit von 15 Jahren. Mit der Wartezeit wird die Zeit genannt, in der man verschiedene Beiträge bezahlt hat. Das sind unter anderem Pflichtbeiträge oder auch freiwillige Beiträge an die deutsche Rentenversicherung. Hört sich jetzt natürlich erstmal ein bisschen kompliziert an. Falls du dich also ein bisschen weiter in das Thema einlesen möchtest, dann erhältst du weitere Informationen hierzu auf der Homepage von der deutschen Rentenversicherung. Auch die Finanzierung über eine Podologiepraxis ist eine Möglichkeit, die häufig in Anspruch genommen wird, denn Podologiepraxen suchen wirklich händeringend nach Mitarbeitern und so ziehen sie sich ihren eigenen Nachwuchs praktisch heran und bilden ihn selber aus. Es wird sehr häufig in Anspruch genommen in Verbindung mit der Teilzeitausbildung, dann bist du einfach deine
Stunden, die du in der Teilzeitausbildung absolvieren musst, in der Schule und die restliche Zeit bist du in der Praxis und die Praxis finanziert dann deine Ausbildung, indem sie einfach das Schulgeld übernimmt. Hierzu würde ich dir einfach empfehlen, mal bei den Praxen in deiner Nähe anzurufen und zu fragen, ob gerade Bedarf besteht. Jetzt ist natürlich noch eine große Frage, ob du die Ausbildung lieber in Vollzeit oder in Teilzeit absolvieren sollst. Das ist natürlich komplett von jedem selbst abhängig, also dazu kann ich gar keine Empfehlung geben. Ich kann nur sagen, ich habe die Ausbildung 2 Jahre in Vollzeit gemacht. Du kannst sie aber auch in Teilzeit machen. Es geht entweder je nach Schule 3 oder 4 Jahre. Vor- und Nachteile sind klar auf der Hand. Vollzeitausbildung bist du schneller fertig. Du hast keine Zeit, nebenher Geld zu verdienen und hast sehr wenig Zeit zum Lernen. Bei der Teilzeitausbildung kannst du nebenher Geld verdienen, hast mehr Zeit zum Lernen, aber du brauchst natürlich länger, bis du dein Examen dann in der Tasche hast. Was natürlich außerdem noch sehr wichtig ist zu wissen, ist, dass es mittlerweile in einigen Bundesländern die Schulgeldbefreiung gibt. Das bedeutet, dass die Schulen kein Schulgeld für die Podologieausbildung mehr verlangen. Bundesländer, in denen es beispielsweise so ist, sind Hessen und Nordrhein-Westfalen unter anderem. Wie es bei dir im Bundesland aussieht, findest du am besten heraus, wenn du einfach bei deiner jeweiligen Podologenschule kurz anrufst und nachfragst. Das bedeutet jetzt natürlich gleichzeitig auch, dass, falls du aus Nordrhein-Westfalen oder auch aus Hessen kommst, dass du dir dieses Video einfach hättest sparen können. Zum Thema Schulgeldbefreiung bleibt natürlich außerdem noch zu sagen und zu hoffen, dass immer mehr Bundesländer nachziehen und auch die Schulgeldbefreiung einführen, denn so müssen sich in Zukunft einfach weniger Schüler Gedanken über ihre Ausbildung und die Finanzierung machen. Alles, was du heute in diesem Video von mir erfahren hast, also alle Kosten- und Finanzierungsmöglichkeiten, habe ich dir auch nochmal als Blogbeitrag zusammengefasst. Wenn du dir diesen anschauen möchtest, den findest du auch unten verlinkt. Und falls du Fragen hast, schreib sie mir doch einfach unten in die Kommentare rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir für dieses Video einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal auch abonnierst, denn so verpasst du kein neues Video mehr von mir. Dann hoffe ich auch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.